Einsteins. 8 Minuten und 46 Sekunden. So lange hat der Polizist Derek Chauvin sein Knie in den Nacken von George Floyd gepresst. Mindestens 16 Mal wiederholt Floyd den Satz "I can't breathe", bevor er bewusstlos wird. Erst als der Krankenwagen eintrifft und ein Sanitäter ihn dazu auffordert, steht der Polizist auf. Im Krankenwagen hört Floyds Herz auf zu schlagen, im Krankenhaus wird sein Tod festgestellt. George Floyd war unbewaffnet, wurde 46 Jahre alt und hinterlässt 5 Kinder. 8 Minuten und 46 Sekunden. So lange dauerte der moderne Lynchmord auf offener Straße. Die Videos der Tat schockieren das Land, wenig später die ganze Welt. Und sie zeigen die bittere Realität, fast schon Normalität, von Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Eine Welle an weltweiter Solidarität beginnt. Sie startet in den USA, doch erreicht schnell andere Kontinente. Menschen protestieren gegen unverhältnismäßige Polizeigewalt und Rassismus. Schilder mit Slogans wie "No Justice, No Peace", "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden" und "Black Lives Matter", "Schwarze Leben zählen", sind zu sehen. Vergangenen Dienstag wurde auch auf Instagram demonstriert. Mit einem komplett schwarzen Bild und dem Hashtag Blackout Tuesday zeigten sich User auf der ganzen Welt solidarisch mit George Floyd. Auch die Familie des Opfers fordert gemeinsam mit den Demonstranten Konsequenzen für die Polizisten, darüber hinaus aber auch grundlegende Reformen. Auch Deutschland hat die Welle der Solidarität erreicht. Am Wochenende fanden hierzulande zahlreiche Silent Demos statt. Man wolle während der Demonstration still und schweigend an den Tod von Floyd erinnern. Ein Tod, der viele aufweckt. Die Videos eines liegenden Mannes sorgen dafür, dass unzählige aufstehen für George Floyd, weil er es nicht mehr kann. Solidarität auf eine Art und Weise, wie man sie nur ganz selten zu Gesicht bekommt. Was ist eure Meinung zu diesem Video und eure Meinung zu der aktuellen Bewegung? Schreibt das gerne in die Kommentare und bleibt up to date bei unserer Magazinproduktion Einsteins dieses Jahr auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Abonniert uns gerne hier auf diesem Kanal. Weitere Links sind in der Videobeschreibung. Bis spätestens zum nächsten Mal.